Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk on Tour. Wir sind heute in Düsseldorf, wie wir das auch angekündigt haben. Wir haben alles vorbereitet, wir sind mit einer ganzen Mannschaft angereist, war schon ein bisschen aufregend im Vorfeld. Jetzt haben wir unsere Pikierstation vorbereitet, aufgestellt und wir freuen uns auf euch. Und jetzt im weiteren Verlauf von dem Video kriegt ihr einige Mitschnitte mit, dass ihr so einen Eindruck bekommen könnt, auch wenn ihr nicht kommen konntet. Und dann treffen wir uns zum Outro wieder. Bis dann! Und da geht's auch schon los. Was gibt's auf dem Saatgutfestival? Natürlich jede Menge Vielfalt und jede Menge Saatgut. Die lila Tomate war auch vor Ort und da gibt's unheimlich viele verschiedene Tomatensamen, also Saatgut, was man bekommen kann. Und die hat's auch schon erweitert. Ich glaube, Auberginen und Co. sind auch schon dabei. Die VHS aus Düsseldorf hatte einen Stand und insgesamt war es recht bunt. Ich glaube, alle Stände haben wir auch gar nicht geschafft, ins Video zu packen. Wir wollen euch jetzt halt einfach so einen Einblick geben. Eine Kräuterecke gab es hier, ich glaube, das war Pflanzentausch. Dann gab es viele selbstgemachte Sachen wie Marmeladen. Natürlich an jeder Ecke auch wieder Saatgut, klar. Na, was erkennt ihr hier? Genau, auch jede Menge Bärlauch dabei, viele, viele Jungpflanzen. Man konnte sich, glaube ich, ganz gut eindecken. Natürlich auch die verschiedenen Saatgutsorten. Da war das Angebot echt ziemlich groß. Ich kam gar nicht dazu, groß rumzubummeln und mich selber einzudecken. Es gab natürlich auch wieder jede Menge Literatur, ist auch so ein bisschen politisch der Hintergrund von dem Festival. Und Dreschflegel war auch vor Ort, na klar. Die Tüten erkennt man ja sofort. Dreschflegel ist unserer Meinung nach auch eine gute Adresse für Saatgut. Naturgarten e.V. Schönes Bild, oder? Da kriegt man doch direkt wieder Bock auf Sommer. Jede Menge Insektenhotels konnte man sich anschauen und darüber sich informieren. Die konnte man hier als auch erwerben. Dann wieder neues Saatgut in Teeboxen, auch ganz witzig. Und es gab Wildkräuter. Hier ist, glaube ich, der Stand von der Maike. Und erkennt ihr schon, was hier eingetopft steht? Dann schreibt es mal gerne unter das Video. Genau, wildkräuterlab.de ist auch die Adresse. Ein super schöner Stand. Und die Maike ist auch eine ganz tolle Person. Ich freue mich schon, wenn du uns besuchen kommst. Powerballs und Seedbombs sehen noch sehr ähnlich aus. Cool gezeichneter Plan. Das mag ich ja immer ganz gerne. Und hier erkennt ihr es schon, gab es bei uns letztens auf Pinterest als kleines Rätsel die Taubnessel, die purpurrote. So eine Etagere mit Wildkräutern hat auch was, ne? So dekorativ. Hier ging es um essbare Blüten, wenn ich nicht irre. Ganz schön viel Vielfalt. Und die Ursula hat auch ihre Bücher mitgebracht. Ich glaube, an dem Stand gab es auch ein Rätsel. Genau, welche Blüten sind essbar und welche nicht? Ich stehe ja auf Rätsel. Wie sieht es da bei euch so aus? Auch eine nette Idee mit den Fotos. Hier habt ihr einen Einblick in den Schulgarten von der Geschwister-Scholl-Schule. Ich persönlich finde ja, jede Schule sollte ihren Schulgarten haben. Wie seht ihr das denn so? Und wenn ich das jetzt so die letzten Jahre verfolge, ist in dem Garten echt viel passiert. Jedes Jahr sieht er wieder neu aus, anders aus. Die machen auch eine tolle Doku. Wir haben auch unsere Saatgutspende dagelassen. Und liebe Schüler, falls ihr das Video seht, es ist toll, was ihr da macht. Macht gerne weiter. Die Gartenfreunde Rheinland waren da. Dann seht ihr wieder Insektenhotels, aber auch Nisthilfen, die ganz viel verschiedenen. Das finde ich richtig gut. Also das interessiert mich auch sehr, was für Varianten man so machen kann. Pikierte Jungpflanzen. Es gab neben dem Saatgut auch ganz viele Jungpflanzen. Und hier seht ihr auch noch den VEN, den Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Super Stand. Ich glaube, die sind auch Teil der Organisation gewesen. Und an dieser Stelle lieben Dank und Gruß an die liebe Eva. Ja, Vielfalt. Ich glaube, das wird deutlich. Hier gab es auch viel Informationsmaterial. Das lohnt sich. Und hier seht ihr wieder ein kleines Rätsel. Und wer noch nicht genug Kartoffelvielfalt im Garten hat für die Saison, der konnte sich bei Jebel auch ordentlich eindecken. Die haben eine große Vielfalt und ich glaube, abgesehen von den Kartoffeln hatten die auch Knoblauch und Zwiebeln da. Super Adresse. Und unheimlich viel spannende Sorten. Tja, jetzt haben wir hier eine grüne Kiste. Vielleicht habt ihr es ja gesehen, vielleicht habt ihr mal drin rumgewühlt. Das Thema ist Wurmkompost. Ich finde das Thema spannend.
Irgendwie kommen wir nicht wirklich dazu, aber vielleicht hat ja jemand von euch so einen Wurmkomposter, so eine Wurmkiste. Dann schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was so eure Erfahrungen mit der Kiste sind. Wie macht man die? Ist das schwierig? Lohnt sich das? Wurmtee, nicht trinken, fand ich ganz witzig, hat mich irgendwie an Bukashi erinnert. Bei Avista ging es natürlich um Kompost unter anderem. Auch hier gab es viel Informationsmaterial und der gute Janosch war auch am Start. Echter deutscher Honig, es gab also auch was für die Imkerfreunde. Und hier ganz exklusiv, das war Honig aus Düsseldorf, also aus der Stadt selber. Ich glaube sogar aus Bilk. Und ja, was soll ich sagen? Das ist wohl das Stadtgold von Düsseldorf. Wieder eine wilde Mischung von Pflanzen. Hier ging es um Duftpflanzen. Hier konnte man eine richtig tolle Runde mal schnuppern und sich verführen lassen von den verschiedenen Düften. Und das hier ist der Schulhof, also quasi das Außengelände von der Veranstaltung. Hier gab es auch jede Menge zu entdecken. Schönes Catering, schön bunte Mischung. Es gab auch ein paar Klamotten. Und man konnte auch sehen, wie aus Schafswolle Wolle wird. Mit Gemüse konnte man sich auch eindecken. Und natürlich alles Bio. Außerdem gab es noch eine Vielfalt von Pflanzen. Da habe ich es gar nicht geschafft, selber zu shoppen. Und hier seht ihr Schafsfell und wie daraus Wolle gemacht wird. Das Thema Wolle ist ein Thema für sich und ich finde es super, super wichtig, da echt zu gucken, wo die Schafe herkommen. Da, wo es auf Profit ausgelegt wird, ist es echt unglaublich, was für brachiale Methoden zur Wollgewinnung gemacht werden. Also wer Wolle verwendet, vielleicht habt ihr ein paar gute Adressen, wo man nachgucken kann. Das ist echt wichtig. Zurück in Raum 220, da waren wir vorzufinden. Wir hatten ein paar Kalender mit und noch ein paar Kochbücher und so zum Gucken. Und hier seht ihr noch, ja, das war noch Aufnahme, die Ruhe vor dem Sturm, da war alles noch ganz ordentlich und vorbereitet. Als es dann losging, hatten wir echt keine Zeit mehr zu filmen. Wir hatten noch nicht mehr Zeit, mit allen Mann so zu quatschen, weil es doch stark besucht war, was allerdings auch sehr schön war. Deswegen haben wir ein paar Infoplakate mitgenommen, um es halt ein bisschen, ja, auch zu beschreiben. Im Endeffekt, ihr seht hier viel Physalis, Chili, Paprika und Tomaten sind in den verschiedenen Schalen drin gewesen. Und schlussendlich waren es nur noch ein paar wenige Tomaten, die übrig geblieben sind, was uns natürlich total freut. Habt ihr Tomaten, habt ihr Paprika, habt ihr Pflanzen bei uns pikiert und sie mitgenommen? Sind sie gut angewachsen? Haben sie den Transport gut überlebt? Schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, was draus geworden ist. Und wie hat euch die Station gefallen? Hat Spaß gemacht? Also wenn ihr noch ein Feedback für uns habt, dann sehr, sehr gerne hier unter das Video in die Kommentare. Bei uns konnte man in Erde wühlen. Wir haben uns auf jeden Fall total gefreut, euch mal so echt und live und in Farbe zu sehen. Jetzt haben wir es nach 17 Uhr, offizieller Schluss von der Veranstaltung. Ihr seht schon, wir sind mit jede Menge Pflanzen gekommen und wir gehen auch wieder mit jede Menge Pflanzen. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Besucher, und wir haben Geschenke bekommen. Das fand ich echt total klasse. Da sind ganz tolle Exoten dabei, eine Minze ist dabei, ein Okinawa-Spinat und. Das werdet ihr dann weiterhin bei uns in den Videos sehen. Ich kann nur sagen, Dankeschön. Ich hoffe, dass wenn ihr hier wart, dass ihr Spaß hattet und dass ihr auch bei uns vielleicht eine Tomate oder Aubergine mitgenommen habt, die dann bei euch gerne und gut weiter wachsen darf. Ich hoffe, auch die Impressionen jetzt im Film haben euch gefallen. Wenn ihr möchtet, dann schaut gerne mal hier oben in unseren Vlog vom letzten Saatgutfestival und im vorletzten, den haben wir hier auch noch verlinkt. Über einen Daumen hoch freuen wir uns und bis zum nächsten Mal. Ciao!